Heute stelle ich dir eine Magen-Milz-Qigong-Übung aus dem medizinischen Qigong. Magen-Milz und dazu gehörig Magen-Milz-Meridian werden in der traditionellen chinesischen Medizin, in der TCM, mit dem Erdelement assoziiert. Ein gesundes Erdelement steht für ausreichend Kraftenergie im Moment, für gute, kraftvolle Muskeln, für straffes Fleisch, für gute, straffe Haut, für einfach viel Kraft und Energie. Auch für eine gute Verdauung, für Genussfähigkeit, mit allen Sinnen gerne schmecken, riechen, also wirklich genießen können. Sinnlichkeit gehört auch dazu. Aber auch Verdauen, nicht nur im Sinn von, wie kann ich Nahrung verdauen, also guter Appetit und dann das auch gut verdauen können. Das gehört tatsächlich aus CCM-Sicht da dazu und damit auch das Wohlfühlgewicht, also nicht ein Schönheitsideal, sondern einfach das Gewicht, das für dich gesund ist, das für dich so ist, dass du dich gut wohlfühlst, beweglich fühlst, das gehört dazu. Aber Verdauen auch im Sinn von, wie kannst du Informationen verdauen, wie kannst du lernen, wie kannst du dich konzentrieren, wie kannst du was behalten, verarbeiten, also auch der Verstand, sogar der Intellekt gehören da dazu, auch die Entscheidungsfähigkeit. Also da gibt es ganz viele Themen, die da assoziiert werden und bei einer Disbalance kommt es möglicherweise zu totaler Erschöpfung, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörungen, Unlust zu lernen, Unfähigkeit, sich das auch zu merken, Vergesslichkeit, aber auch zu Über- oder auch Untergewicht, zu Feuchtigkeit im Körper, zu Schnupfen und. Also da gibt es einige Themen zu erschlaffter Haut. Und da ist wieder nicht ein Schönheitsideal gemeint, sondern einfach, dass die Haut nicht einfach gesund ist, sondern nur ein bisschen schlaff sozusagen. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass wir mit 90 ausschauen müssen wie mit 19, sondern es geht um diese gesunde, kraftvolle Spannung der Haut. Ja, ich bin auch 50 und werde nie wieder ausschauen wie 16, aber ich kann sozusagen was dafür tun, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut und aus TCM-Sicht wäre das zum Beispiel Magen-Milz-Qigong. Und da möchte ich dir eine Übung vorstellen, die spezielle Akupunkturpunkte anspricht, die eben aus TCM-Sicht gut sind für Magen- und Milz-Meridian. Und ich lade dich ein, da gleich mitzumachen. Ich bin's Angela Cooper. Ich bin die Leiterin der Qigong-Akademie Cooper in Wien und du findest hier einen kostenlosen Einstiegs-Qigong-Kurs. Freue mich, wenn du dabei bist. Wenn er hier nicht verlinkt ist, findest du ihn einfach unter qi.at, qi wie in Qigong, Quelle Ida geschrieben. Und dann beginnen wir. Ich lade dich ein, einfach intuitiv mitzumachen. Es ist jetzt hier kein Unterrichtslehrgang wie in der Ausbildung, sondern einfach ein Mitmach-Qigong und ich hoffe, du genießt es in vollen Zügen. Dann geht's los. Du gehst in die Qigong-Grundhaltung, indem du die Füße hüftbreit aufstellst und du bist im Lot in deiner Mitte. Vielleicht unterstützt dich das Bild, dass du mit Himmel und Erde verbunden bist, aufrecht, zentriert, verbunden mit oben und unten. Kannst sanft deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem legen und liebevoll achtsam wahrnehmen, wie du durch die Nase ein- und durch die Nase ausatmest. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie dein Bauch sich beim Einatmen sanft ausdehnt und beim Ausatmen wieder sanft nach innen zieht. Ganz natürlich die Bauchatmung. Diese Atmung darf dich die ganze Übung hindurch begleiten, ganz frei, intuitiv atmen für deinen Yin-Yang-Ausgleich. Und dann beginnen wir gemeinsam. Ich mache es spiegelbildlich zu dir. Das heißt, wenn ich in diese Richtung was mache, dann ist es für dich in die linke Richtung. Die Erdübung für Magen und Mind. Einstieg ist die Grundhaltung, die Qigong-Haltung. Und dann beginnst du, die Hände kommen bis auf Herzhöhe.
Dann kommt die linke Hand nach oben und die rechte Hand nach unten. Also eine Hand schaut zum Himmel, die andere zur Erde. Dann Gewicht auf die Ballen legen, Ferse darf sich heben dadurch und wieder senken. Hände kommen bis zur Brust und so, als würdest du etwas geben, breiten sie nach vorne aus, geben und nehmen und öffnen. Und das gleiche zur anderen Seite. Die Hände kommen bis auf Herzhöhe. Jetzt kommt der rechte Arm nach oben, der linke nach unten. Der rechte schaut zum Himmel, rechte Handfläche, linke zur Erde. Dann Gewicht auf die Ballen legen, dadurch heben sich die Fersen. Und wieder senken, Fersen. Und die Hände kommen hängend auf Brusthöhe und dann wieder nach vorne, so als würdest du etwas empfangen und geben, geben und nehmen, Austausch und zur Seite. Und diese Figur harmonisiert Magen- und Milzmeridian mit jeder Bewegung mehr und mehr. Atem einfach frei, intuitiv fließen lassen. Andere Seite das gleiche. Für Magen- und Milzmeridian diese Figur. Für wichtige Akupressurpunkte am Magen- und am Milzmeridian. Kannst du hier bewusst den Atem mitnehmen oder du lässt ihn frei, intuitiv fließen. Wenn du magst, hier ein, aus, ein, aus. Ein, aus. Auf die andere Seite das gleiche. Ein, aus. Kannst du auch die Vorstellungskraft mitnehmen als mentale Übung. Kraft der Erde steigt auf, nährt dich von innen, breitet sich aus nach oben, nach unten, sodass du ganz eingehüllt bist in diese Kraft um dich herum. Die Kraft der Erde zentriert dich, bringt dich in deine Mitte. Und breitet sich aus, hüllt dich ein, sodass du eingebettet bist in eine Wolke aus Kraft, aus Energie. Auf die andere Seite das gleiche. Kraft der Erde, die sich ausbreitet,
immer noch auf jeder Seite diese Figur für dein Erdelement, für Magen- und Milzmeridian. Erdelement ist assoziiert mit Kraft und Energie. Mit Konzentrationsfähigkeit. Genauso wie mit Geborgenheit und Sicherheit, Genießen und Sinnlichkeit. Auf die andere Seite die Bewegung. Die Hände vor den Unterbauch bringen, Energiezentrum Tantien, mit ein bisschen Abstand zum Körper und die Aufmerksamkeit auf die Handherzen legen, auf die Handteller. Ein paar Atemzüge lang bewusst hinspüren, die Handmitte. Kann sein, dass die Hände ein bisschen warm werden oder so ein kribbeliges Gefühl entsteht oder magnetisches. Im Qigong sehen wir das als Zeichen von Qi, von Lebenskraft in Bewegung. Dann Hohlfäuste bilden, linkes Bein kommt zum rechten, die Zunge zu den unteren Schneidezähnen legen, Aufmerksamkeit bewusst nach außen bringen, mit dem rechten Bein aus der Übung steigen, vielen Dank. Und dann kannst du mit der Verjüngungsübung abschließen. Ich bin's Angela Cooper. Gründerin der Qigong Akademie Cooper. Und wenn du noch mehr in die Tiefe gehen möchtest, diese Übungen wirklich von Grund auf oder auch viele andere Übungen von Grund auf erlernen möchtest, Schritt für Schritt auf hohem Niveau, sodass du dich selber auch diese Übungen unterrichten kannst. Und wenn du ein Zertifikat haben möchtest, das anerkannt ist, dann komm doch gerne in meine Qigong-Ausbildung. Mehr Infos dazu findest du auf qi.at auf meiner Homepage. Nochmal strecken dienen. Ich freue mich, wenn du dazu kommst. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Deine Angela. Ciao.